zurück. Und zwar mit CK Phoenix und meiner Wenigkeit natürlich auf der Deutschen Meisterschaft. Und wie versprochen, gibt es hier jetzt eine Upgrade in der Decks oder Downgrades, man weiß es nicht. Wir haben auf der einen Seite Schicksalshelden bzw. Schicksalsdrache, der sehr gefährlich ist. Yes. Und auf der anderen Seite haben wir Zombies. Skills bleiben gleich. Also nur die Decks haben sich geändert. Und ich würde sagen, los geht's, hoch entscheidet. Eins. Fünf, ja gut. Wer darf anfangen? Du darfst anfangen. Das ist interessant. Das ist schwierig. Ich merk's. Erstmal aktiviere ich Doppel-Marienkäfer in der Standby-Phase. Was? Ich kriege 500 Lebenspunkte, indem ich dir vorzeige. Heißt, ich kriege jetzt 1000 Lebenspunkte. Okay. Und damit habe ich schon die beste Kombination meines Decks. So, weiter geht's. Ich beschwöre Vampire Trauter. Da aktiviere ich meine Zauberkarte. Ich wähle ihn und darf jetzt ein Monster mit unterschiedlicher Stufe auf den Friedhof legen. Ich lege ihn auf den Friedhof. Erstmal fertig. Jetzt aktiviere ich eine besondere Fähigkeit. Ich kann ein Zombie-Monster auf den Friedhof legen und mich speziell beschwören für 500 Lebenspunkte. Dadurch aktiviert sich ein Skill und ich kriege einen Counter. Zusätzlich, wenn er beschworen wurde, spezial, darf ich eine Zombie-Karte, eine Vampire-Karte aus dem Deck der Hand hinzufügen. Okay. Genau. Also du spielst legit goldener Marienkäfer, damit du immer 500 zahlen kannst? Ja. Vampire-Wache. Hier erlaubst du mir, ein Vampire aus dem Deck spezial zu führen. I see. So. Und dann, weil wir gierig sind, zahle ich nochmal 500 Lebenspunkte. Er wird verbannt, ich werde speziell schwören, noch ein Counter. Erstmal darf ich was suchen. Ich suche mit ihnen Vampire-Monster, nehme Vampire-Jäger und nutze meinen Skill, um deine Handkarte zu klauen. Setze eine Karte und du bist dran. Ich ziehe und du bist dran. Well, well, well. Ich aktiviere meine Falle. Ich kann einen Zombie-Monster spezial beschwören, aber in der Endphase wird zerstört. Ja. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen die. Fluch des Vampirs. Ja. Und dann beschwöre ich Vampirjäger. Okay. Und dann gehe ich in Angriffsmodus. Ja. Achso, ich habe meine Regenkäfer vergessen. Egal, ich muss aber noch die 1000 Lebenspunkte von ihm. Battleface! Yes! 500! Ja! 1600! Ja! 2000! Ja, aber klar. So, das sind trotzdem für dich 2-1 Schaden, bis bei 1-9. Und dann in der Endphase zerstört er sich. Dann bist du. Du bist dran! Marienkäfer, du hast wieder vergessen, kriege ich aber 5000, nochmal beschwören, fertig, 1-9, 1-9, kannst du überlegen, Angriff, die beiden gehen durch auf den Kurio, das ist nochmal 200, dann bist du dran, Verlockung der Finsternis, ja, Verlockung. Ja. Oh! Oh! Nein! Oh. Nein! Nein! Oh. Nein! No. Nein! No. 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 Perfekt! Endlich! Ich kann spielen! Ich fusioniere Plasma und Dogma für Schicksals-Enddrache. Ja.
ich kann ein Monster von dir zerstören und du kriegst Schaden, aber da kann er nicht angreifen, ne? Ja, aber ey, seine Effekt kennst du? Nein. Wenn er gegen ein viertes Monster kämpft, wird der Monster automatisch zerstört. Und was machen die? Die können sich nur vom Friedhof wieder selbst beleben. Wieder. Der sucht Monster, der Zauber. Effekt. Dann kriege ich 1600 Schaden. Bin ich bei 3,6. Und dann darfst du. Ja. Bin bei 4600. Oh, ich den Counter, ich hab Schaden genommen. Dein Drache ist doch ein bisschen gemein. Galaxy Cyclone. Ganz schön auf die, ne? Bei dir geht's ja. Vampire macht. Ja. Hole mir. Also, was genau. Er kann 500 Lebensmittel bezahlen, sich selber schon nicht einen anderen Zombie, Vampir-Monster auf Friedhof legt. Er sucht Zauber, er sucht Monster. Dann könnte er Vampir-Friedhof wieder beschreiben. Er ist auch, du legst einen anderen weg und dann holst du ihn wieder und dann suchst du ein Monster. Und zahl 500. Und krieg dann einen Counter. Du bist. Okay. Da fällt die Deckbox ich runter. Ich krieg 1000 Lebensmittel. Ja. Ich weiß nicht, ob die Uhr vielleicht doch gegen dich tickt. Was zur Hölle? Was ist das hier eigentlich gerade? Ein Schicksalsendraft, den ich nicht mag. Du bist. Du bist. Okay, dann gehen die in Angriff. Nee, nur den Gegner kontrolliert. Bei Schwerelosigkeit ist das. Schwerelosigkeit ist alle und hier ist nur die Gegner. Achso. Dann machst du. Ich krieg wieder 1000. Ja. Hab ich eben schon wieder vergessen. Spezialbeschwören nochmal, wenn er zerstört. Während meiner Standby-Phase. Einfach so. Ja. Ich krieg jetzt mal 1000. Ja. Ey, das wird ein Problem. Das wird ein dickes Problem. Hast du Schicksal im Friedhof? Ja, hast du. Ne? Genug. Eine Menge. Ich zahle 500. Ich glaube, ich gehe Deck auf. Dann nutze ich seinen Effekt. Schieß. Ja. Dann aktiviere ich Seelenaustausch. Oh. Set Pass. Okay, Standby. Nein, das ist so geil. Kannst du beide machen? Nee, der eine wurde ja nicht zerstört. Oder? Der muss sich nur im Friedhof befinden, lol. Und der ist once per copy. Good old days. Das wird ein Problem, fällt mir auf. Breaker. Ah! Ja. Ich gehe Deck out. Effekt. Ja. Ja gut, wie viele Lebenspunkte hast du? 5700.
Cavendish, weil der ist gekommen. So. 1000, kriege ich wieder einen Counter. Die 1000 schreibe ich nicht auf, weil. Bin ich dran? Ja. Marienkäfer! Set. Angriff. Ja. Wie viel habe ich? Hatte noch 1,6. Ja. Du hast noch 200 Lebenspunkte. Jetzt ernsthaft? Was? Nein, 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 nein. Das ist nicht passiert. Ich wusste nicht, wie viele Lebenspunkte ich habe. Nein. Ich weiß. Come on. Ey. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hätte ich das gewusst, hätte ich die drei geopfert für Plasma. Stimmt. Ja, so. Ja, toll. Das war aber Runde 1. Wir gehen jetzt aber in Runde 2. So, zweites Spiel. Wer darf anfangen? Du darfst anfangen. Ach so, wer hätte das denn gedacht? Das ist nicht so schön. Du. Breaker, Effekt. Das ist eh die zum Special. Effekt. Ja, dann. Oh, wie sollt ihr? Was ist denn da los da drüben? Ja, weil du immer die hast. Ja, du bist dran. Flip. Ja. Nochmal im Show? Ja. Bandface? Ja. Angriff? Du bist. Okay. Schade, der Klammern. Nochmal sammeln. Gieriger. Ja, warte, wer ist, wenn er angreift? Am Beginn des Damage selbst, falls diese Karte gegen einen Fitnessmonster kämpft, zerstöre jenes Monster. Mir fällt gerade auf, der hat 1,6 Def auch. Das heißt, ich komme mit Breaker eh nicht über den. Ja. Ja, das war jetzt total unnötig. Egal, ich greife einen Kugel Kuribo an. Das ist okay. Dann bist du. Aktiviere ich die? Ja. Kann ich mir aus dem Deck Spezialbeschwörung? Wenn ich Spezialbeschwörung ihn, wenn er Spezialbeschwörung würde, darf ich mir eine Vampire-Karte suchen. 500 Zahlen oder? Nee, das ist nur ein Friedhof. Achso. Nee? Ein Endface wird er eh zerstört, aber ja. So, ja, dann. Dann bist du. Wollen wir schon mal machen, ne? Weil wir wollen jetzt ja hier. Machen wir zusammen. Ja. Effekt, Zahl 500. Ohne Marienkäfer wird das ein bisschen kritischer. Effekt, darf suchen. Papierlord. Oh yeah. Nutze den Effekt. Ich auf 3000 runter und darf durch ihn so der Zauber unfallen, ja. Dann Battleface. Ja. Angriff. Oha, da kommt er rüber! Ja! Ja, dann bist du dran. Ich aktiviere mein Skill. Nein. Nein. Ich muss in den Dogma und Plasma für Schicksalsendrache. Oh, das ist bitter. Willst du den Effekt nutzen? Oh, ein gewisses Monster, das ist schön. 1600 Schaden. Ja. Ich bin auf 1,4. Ist das, wenn der Schaden macht, oder? Nee. Achso, dass wir den am Friedhof legen? Oder was? Ja. Er selber spezialbeschützt sich nur. Ich meine, du kannst eine Karte von meinem Deck auf den Friedhof legen oder so. Ja, Kampfschaden zu. Ja. Kampfschaden zu. Okay. Ja, dann mach. Also gegen Counter, weil ich hab Kampfschaden. Effekt, Schuss.
gegen ihn machen? Der kommt ja gleich wieder. Keine Ahnung. Ich bin nur ein Spieler. Du bist noch full live. Ja. Wie? Ich kann nicht. Okay. Ich sehe gerade. Was bist du? Ja, Standby. Perfekt. Ja. Dann, ist das, wenn er durch Kampf oder durch Karten? Karteneffekt. Angriff. Was einfach Effekt, hast du gewonnen. Ja? 1-4. Oh. Ja, ist fairerweise, weil du vorher nicht so viel Lebenspunkte hast, sage ich jetzt, wie viel ich habe. Ja, okay. Effekt? Ja, Effekt. Okay, Gang 3. Doch noch spannend. Ja. Würde ich sagen, auf ins Dritte. Yes. Mal gucken. Du fängst an. Ich fang an. Du bist dran. Jetzt hier. Goldener Marienkäfer. Ich kriege 500 Lebenspunkte. Ja. Wenigstens einen. Das ist schon ein guter Anfang. Dann setze ich eine Karte. Ich schwöre, Vampirjäger. Und du bist dran. Verlockung der Finsternis. Ja. Nein. Ja. Nein! Wieso? Wieso so schnell? Muss nicht! Muss nicht! Doch, ich muss. Justin, wir haben ein Problem. Ich greife an. Echt? Nein, ich aktiviere seinen Effekt. Nein, ich. Nein. Ja, 9, 2, 9. Aber geht ein Counter, der könnte relevant werden. Bin ich? Ja, du bist. 500, richtig. Das wird hier sehr ein knappes Duell, glaube ich. Und dann aktiviere ich Seelenaustausch. Ich tributiere dein Monster. Eieiei. Und beschwöre Flug des Vampirs. Du bist dran, da ist keine Battle Phaser. Standby. Der kommt auch zurück, oder? Nur wenn er durch Kampf zerstört wurde. Quasi das Gegenteil. Ja. Ja, was soll ich wohl tun? Verlockung. Ja. Genug, ne? Ja, passt schon. Ja. Ja. Also, Counter entfernen. Schön. Lol. Ja, perfekt, ne? 2000 Schaden, bin ich auf 1-4 runter. Ich kriege einen zweiten Counter, wichtig. Da bist du. 500? 1-9. Perfekt, ich habe eine Handkarte. Oh, Tekashi ist gut. Du bist dran. Ja. Also, ja. Wie viel hast du? 1-9. Da nehme ich. Nehme ich 300. Da bist du. 500? Battleface. Ich will nicht gegen den Drachen. Ich hätte nur eine Fusion gebraucht. GG. Ja, Leute. Ich glaube, auf jeden Fall, man kann sagen, schickt das Helm in diesem Fall ein Upgrade. Auf jeden Fall. Und ich hätte vielleicht doch lieber Volcanic wieder zurückgehabt. Aber so ist es eben. Das heißt, CK gewinnt hier. Das heißt, schickt das Helm gewinnt. Ich meine, ja, erster Phoenix. Ich meine, erster Phoenix. Muss ja gewinnen. Von daher, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch immer einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß bei Duellieren.